Herzlichen Dank für jede Stimme, die ihr geholt habt. Herzlichen Dank für euer Engagement bis ganz zum Schluss. Wir haben wirklich toll gekämpft. Und deswegen haben wir jetzt auch ein Ergebnis, mit dem wir uns wirklich gut sehen lassen können. Was hat man nicht alles über uns gesagt, dass wir die krachenden Verlierer sein werden, deutlich die Stimmenverluste hinnehmen werden müssen. Jetzt haben wir nicht nur keine Stimmen verloren, wir haben sogar zugelegt. Und das ist eine Situation, wo wir zwei weitere Fraktionen im Bundestag haben werden. Für uns ist klar, dieses Wahlergebnis ist eins, das auch mit dem Auftrag einhergeht, nämlich dafür zu sorgen, dass unser Grundgesetz verteidigt wird. Wir werden nicht tatenlos zuschauen, wenn die AfD im nächsten Deutschen Bundestag das versucht, als eine Bühne zu benutzen, um dort unser Land schlecht zu machen, das Zusammenleben schlecht zu machen, das Land zu spalten. Da wird Bündnis 90 die Grünen klar Flagge zeigen. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, wie geht es jetzt weiter? Erstmal geht es natürlich im Parlament weiter. Wir werden da jetzt die AfD sitzen haben. Und was wir sagen können, ist, wir werden keinen einzigen rassistischen Angriff, wir werden keinen einzigen Angriff auf unsere Demokratie oder aufs Grundgesetz hinnehmen. Wir werden uns jedes Mal auseinandersetzen, aber wir werden auch nicht die ganze Agenda und alle Debatten von der AfD bestimmen lassen. Und zweitens, wie geht es jetzt weiter? Wir warten auf die Einladung. Wir sind da sehr verantwortungsbewusst. Das ist klar, Deutschland muss regiert werden, muss gut regiert werden. Aber ich sage auch, das werden sehr schwere Gespräche werden. Denn jeder kennt die Programmatik und jeder kennt die Stolpersteine, die wir haben. Und es bleibt bei dem, was wir vor der Wahl gesagt haben. Erstens, wir gehen nur in eine Regierung mit einer klaren Vorfahrt für Klimaschutz. Das ist für uns eine Existenzfrage auf dem Planeten. Zweitens, wir sind pro-Europäer. Mit uns gibt es kein antieuropäisches Rumgemache. Und drittens, wir wollen eine solidarische gemeinsame Gesellschaft, wo wir auch die Integration anpacken. Das ist der Maßstab, mit dem wir in die Gespräche gehen.